Hallo liebe Leute von heute, liebe YouTube-Welt, herzlich willkommen zu einer neuen Papa Bingi Show. So, ich bin hier in den Bergen von unserer schönen karibischen Insel Jamaika. Ja, erstmal ich grüße euch auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr geht raus in die Natur und genießt auch ein bisschen die Natur. Und ihr seid nicht nur draußen drin in euren Wohnungen und sowas. Ein bisschen rausgehen. So, wo bin ich hier? Oben in den Bergen, voll herbstlich, steinigen, felsigen Bergen, ja, Kalkstein oder was auch immer das für Steine sind. Auf jeden Fall Kalk, glaube ich, Kalk ist ja weiß. So, was wollte ich noch sagen? So, ich zeige euch erstmal ein bisschen hier rum, wo ich hier bin. Mein Status, von wo ich hier stehe. So, da bin ich. Ich habe nicht angefangen so viel zu filmen, als ich hier oben kam. So. Dann als ich hier hochkam, dachte ich, kann mal anfangen zu filmen. So, wo geht der weitere Werdegang, werdet ihr sehen. Ich hatte diesen Kopfteil, wo man diese Kamera befestigen kann, wäre auch nicht schlecht. So, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen so eine Übersicht haben. Also ich komme von da unten irgendwo. Da unten bin ich hochgeklettert. Hier bin ich jetzt hier irgendwo. Hier bin ich am Hocken. Dabei habe ich meine Machete. Oh, ich habe mein Trinken, Ich habe das Gefühl, ich habe mein Trinken irgendwo hingelassen. Ich habe kein Trinken dabei. Ich hatte so ein kleines Fläschchen Trinken, aber habe ich irgendwie nicht mehr. Nein, irgendwie nicht. So, meine Machete von meinem Papa. So, schön scharf. Das nennt man so eine Hookie-Machete, weil das so einen Haken hier dran vorne hat. Kann man immer dran haken und man kann hier vorne auch so ein bisschen wie eine Schaufel benutzen, wenn man so ein Loch buddelt, um irgendwas einzupflanzen. Ja. Das ist das erstmal. Das war ganz schön viel Info. Also denkt dran. Abonnieren Kanal. Sonst hier. Nein, Spaß. Ich hoffe, YouTube macht keinen Fax wegen das. Ich zeige nur euch Machete. Also abonnieren Kanal. Ne? Denkt dran. Und was noch? Kommentar hinterlassen. Teilen. Ne? Teilen mit euren Freunden und wie auch immer. Teilen das, damit mein Kanal mal ein bisschen wächst. So, ja, noch was. Kommentieren und alles Mögliche. So, ich gehe mal langsam weiter, damit ihr was auch sehen könnt. Ich hoffe, diese Winkel und alles von Kamera ist gut eingestellt. So, dann Machete nehmen. Guck mal, ob doch mein Trinken irgendwo bei mir in der Nähe ist. Sehe ich aber nicht. Also, ich gehe mal weiter, bevor das gleich dunkel wird. Machete unter die Arme. Und jetzt gucken, wo ich festhalte. Überall trocken. So. Guck, wie ich das echt mache mit der Kamera. Also ich glaube, ich schmeiß die Machete so erstmal. Ja. Auch die Felsen. So. Weiter geht die Reise. Wo genau ich hingehe, ich gehe einfach nur ein bisschen Berg hoch. Als ich Kind war, war ich dieses Berg hoch ganz oft. Dann ist es schon ein paar Jahre, seitdem ich hier oben bin und war. So. Mal gucken. Also, Dschungel auf jeden Fall. So, hier ist irgendwelche Pflänzchen, keine Ahnung wie das heißt. Hier ist auch so Pflänzchen, verschiedene tropische Pflänzchen. Ob die essbar sind, weiß ich nicht. Hier ist auch noch so, so ein Pflänzchen hier, was Wasser immer einsammelt. Und es regnet und manchmal leben Frösche und Fische und solche Tiere hier oben. Obwohl kein Fluss oder Meer oder sowas hier. Der Kinder hier ist, keine Ahnung, Bergfischer oder sowas. So, so sehr steinig, alles nur Steine. Ich mir so dieses komische Gummischuh an, hängt fest. So, und weiter geht's. Ein bisschen halt gucken, was uns zur Zeit sehen ist. Ich meine, ich war ewig nicht hier oben. Vielleicht können wir einmal hochgehen und dann die Aussicht einmal gucken. Von dem Berg ist der größte Haufen von dieser. So, da komme ich hier. Wir bewegen uns. Hier ist überall am Wachsen alles. So, hier sind auch Sachen, die kratzen und so. Also muss man auch ein bisschen auf dem Hut sein. So, ich möchte irgendwo hochkommen.
wo man so ein bisschen Aussicht haben kann. So, hier ist das schon mal ein bisschen irgendwie, aber ich muss den ein bisschen höher. So, mal kurz Cut hier. Ich klettere erstmal weiter. Und wenn ich so eine coole Aussicht komme, zeige ich euch nochmal. So, dann sage ich bis gleich nochmal, ne? So, liebe Leute, hier bin ich mal wieder. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen und hören. Ich denke aber ja. So, habe ich wohl vergessen, hier gibt es so eine Hülle, die ich früher auch mal bewohnt habe. Ich bin nicht sicher, oder nicht bewohnt hat. Als Kinder sind wir hier hochgeklettert und haben da drin gespielt und so. Kochen gespielt. So, ich bin nicht sicher, ob das das ist. Aber es sieht fast aus wie das. Und die Aussicht immer noch von euch, die Aussicht von euch zeigen, ist immer noch nicht ganz klar. So, sieht aus doch wie der Hülle. Aber vielleicht, wenn ich durch die Hülle, man kann durch die Hülle oben klettern. Und dann vielleicht kann man da oben was zeigen oder sehen. So, mir hat irgendwelche Büsche berührt, die jucken. So wie Brennnessel so ungefähr, aber viel jucken da. So. In Aussicht genießen und dann gucke ich mal in diese Höhle mal. Das glaube ich die Höhle. So, hier oben, es regnet jetzt gerade, wie ihr vielleicht hört, so Fissel-Nissel-Regen. Wir sind in den Tropen, es regnet, dann wieder Sonne, dann wieder Regen. Und diese Felsen, sieht das, als ob es gleich runterfallen würde. Viele die Steine sehen, als ob die nur kurz aufeinander, kurz so hängen. So, fette Felsen. So, man kann eigentlich, ja, ich weiter zeige euch. Also soweit ich weiß, als Kinder haben wir in dieser Höhle gespielt. Er sieht nicht mehr so hellig aus, aber gehe ich mal ein bisschen vorsichtig hier rein. So, ja, ist noch viel Krempel, meine Sachen von der Kindheit versteckt. So, guck mal her. Oh shit, seht ihr was? So, und jetzt kann man, wenn ein Regen fällt oder so, hier ist man ziemlich geschützt. Ich glaube, damals hatten wir sogar ein bisschen Dach hier rüber gemacht. So ein bisschen eingefelzt. Und jetzt kann ich versuchen, eigentlich kann man hier durch, da oben kommen. Hier sieht er gar nichts. Hier sind so Ritzen überall. Und dann kann man da durch. Habe ich mein Licht mit? Eigentlich bestimmt habe ich irgendwie mit. Kann ich euch irgendwas zeigen? Oh, das juckt. So, da geht es weiter in die Höhle rein. Dann kann man oben auch so mäßig auf das Dach der Höhle rauskommen. Aber ich finde, weil dass ich da durchgeklettert bin. Oh, das juckt. Dann gucken wir mal, ob er da hochkommt. Oh, Moskito, so eine Ente hier drin. So. Hoffentlich sieht ihr was. Also da kommt man eigentlich durch hoch, aber jetzt gerade traue ich mich nicht so ganz. Haben wir hier Juxeball. So. So, da gibt es noch einen Weg, aber das sieht ja noch enger aus. Da kommt man auf der Seite raus. Ich glaube, ich versuche einen anderen Weg als durch die Ritze. Dieses Stück Metall ist sogar von uns irgendwie von irgendwann. Aber die Moskito bringt mich jetzt durcheinander gerade. Oh ja. Hier in dieser Hülle hier. Hier ist voller Moskito. Hier verstecken sie mich, bis die Sonne runtergeht. Und dann komm ich hier hoch. Boah, es sieht ganz schön kribbelig aus, hier hochzukommen. So, ich glaube, ich mache Pause. Wieder mal. Und zeige euch, wenn ich gegebenenfalls irgendwo angekommen bin. Aber guck mal, hier kann man vielleicht schon mal ein bisschen was sehen. Ne? Sieht man nicht so mit der GoPro. Kann man zoomen hier. Dann zoomen kann ich auch. Alles klar, Leute. Dann bis gleich nochmal. So, liebe Leute, ich grüße euch nochmal. Also, viel Aussicht, wie ich euch zeigen wollte, kann ich euch nicht so ganz zeigen. Von dem Berg hier, Hügel, Berg, was auch immer das ist hier auch aus. Da alles so dicht bewachsen ist. Eigentlich kann man da durchgucken und unten sehen, aber ich bin ziemlich oben auf dem Berg, würde ich mal sagen. Und aber ich alles ist so dicht bewachsen, ich kann nicht keinen Blick bis nach unten bekommen. Also von meinen Augen kann ich ein bisschen sehen, aber ich weiß nicht, ob ihr auf der Kamera was sehen könnt. Und eigentlich ganz kann ich auch nicht sehen. Ich sehe nur ein bisschen durch die Blätter. Ja. Ich versuche trotzdem, falls nicht. Danke fürs Zuschauen. Jetzt mal kurz sagen, dass denkt dran, abonnieren, kommentieren, liken,
damit der Kanal ein bisschen gefördert wird und unterstützt wird. Kostet euch nichts. Und ja, ich meine nochmal Dankeschön fürs Zuschauen, Zuhören. Und hoffentlich hat euch die Aussichten irgendwie ein bisschen etwas Freude gebracht. Also falls wir uns nicht gleich nochmal sehen, dann bui. Bis zum nächsten. So, liebe Leute, ich grüße euch nochmal. Ich bin doch nochmal wieder da. Ja, ein bisschen Aussicht habe ich erreicht. Ich weiß nicht, wie gut der Kamera, die das wahrnehmen kann, aber dann zeige ich euch mal kurz, ob ihr da was sehen könnt. Keine Ahnung, ob ihr was seht. Ich sehe selber nicht so genau auf dem GoPro, ob ich was sehe. So, ich bin noch höher gegangen jetzt. Okay, hier geht es nicht, hier sind nur die Bäume über mich. Ja, hier geht es nur die Bäume über mich. Keine Ahnung, ich sehe das am Blühen. Nur diese Blüten habe ich einmal gepflückt. Jetzt habe ich das gepflückt. Keine Ahnung, wie das nochmal heißt, aber als Kind haben wir das auch geknabbert. Herbstpflanzen hier in den Bergen. Diese Bäume und Pflanzen sind hier, seit ich klein bin. Da sind noch mal diese Blüten. Nächstes Mal muss ich die andere Kamera mitnehmen. Kann man hier zoomen geht nicht. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen die Aussicht sehen. Heute ist ein bisschen wolkig jetzt gerade. Schönen Tag abends. Yo. Ich hoffe, ihr seht, ob ihr was seht. Ich mach mal ein bisschen her. So. Also ein Rundumblick. Wo bin ich? Oben in so einem Baum hier auf so einem Riesenstein irgendwo. Ganz hoch auf jeden Fall. Ich bin gleiche Höhe wie diese Berge da drüben. Man da unten im Tal. Alles klar, Leute. Nochmal dann. Bis demnächst. Und bleibt alle gesund, bleibt fit. Ja. Bis zum nächsten Mal. Yo, yo, it is I, and I, all about life. So we got to be free, we got to be free, we got to be free, yeah. So we got to be free, we got to be free, we got to be free. We have to set ourselves free, set ourselves free, we have to set ourselves free, yeah, yeah. We have to set ourselves free, we have to set ourselves free, we have to set ourselves free. Living the life, living the life, living the life that you love. Living the life, living the life, living the life that you love. Living the life, living the life, living the life that you love. Living the life, living the life, living the life that you love, that you life is for living, love is for giving. So stop all your negative living and do some right. It's time for unite. Come out of the darkness, step in at the light. Come out of the darkness, step in at the light. It's time for unite. Don't fuss and with the fight. So we got to be free, we got to be free, we got to be free, yeah. We have to set ourselves free, we have to set ourselves free, we have to set ourselves free, yeah. So we got to be free. We got to be free, we got to be free, yeah, yeah. We have to set ourselves free, we have to set ourselves free, we have to set ourselves free. Talking about you, said I'm talking about me, said I'm talking about the whole, said the whole family. I'm talking to one and I'm talking about all. I'm talking about the short and I'm talking about the small. I'm talking about the whole family, talking about you and I'm talking about me. I'm talking to the one, the two and all the three. I'm talking about the whole, said the whole family. Living the life, living the life, living the life that you love. Living the life, living the life,
living the life that you love, living the life, living the life, living the life that you love, living the life, living the life, living the life that you love, that you love, that you love, that you love. Got to be free, so we got to be free. Said I'm talking about you, said I'm talking about me. Said I'm talking about the world, said the whole family. I'm talking about one, said I'm talking about all. Said I'm talking about the short and I'm talking about the small. I'm talking about the big, I'm talking about the rich man sitting on the tree. I'm talking about you, said I'm talking about me. Do you really hear me? So we got to be free.